Ja, willkommen zurück beim Let's Play von Lone Survivor. Letztes Mal haben wir ein bisschen Einstieg gehabt in das Spiel, haben uns den ersten Monstern gestellt und wir sind aber noch nicht in das geheimnisumwitterte Zimmer 203 gekommen, wo sich laut Radioübertragungen Überlebende aufhalten sollen und das wollen wir jetzt mal versuchen aufzusuchen. Hunger haben wir auch, müssen uns also um Essen kümmern. Ja, es gibt viel zu tun. Letztes Mal war er noch hungrig, hat jetzt noch nichts dazu gesagt. Ach, eine grüne Pille. Nein, nehmen wir mit. Wer weiß, wofür das gut ist. So, letztes Mal haben wir uns ja durch den Spiegel zurückteleportiert. Das können wir jetzt auch wieder zu der Stelle machen, wo wir schon waren. So eine Art Wegpunkt. Ja, da kommen wir her. Sie steht da auch nicht gerade günstig. Ich kann nicht sagen, dass das Geräusch mir gefällt. Hallo? Hier geht's natürlich nicht weiter. Damn. Ja, das ist ja erstmal ein bisschen schwierig hier. Würdest du vielleicht weggehen? Yeah, cool, geschützt. Ah, hier geht's nicht rein. Hallo? Look at the stairs. Schießt alles kaputt hier. Wo ist der Hausmeister? Warum kümmert sich niemand um dieses... Hallo? Ha, na, da wollten wir doch hin. Da. Ins Schlafzimmer will er nicht. Sehr höflich. Was haben wir hier? Sieht doch auch aus wie ein Schlafzimmer. Eine Puppe. Eine seltsame Puppe. Wer weiß, wofür man sie braucht. Langweilig. Ich will auch nicht ins Bad. Sehr zurückhaltend. Ja, wie auch immer. Wir hören Musik. Folgen wir dir. Und hier ist eine Party im Gange, man mag es kaum glauben. Es gibt Überlebende. Und Hunger hat er, dann nehmen wir erstmal das. Hunger. Squid on a Stick, Prawn Crackers, ein Essen, das nicht ganz so ekelhaft ist. Besser. Hallo? Ich darf nicht raus! Ich wüsste auch warum, ich weiß aber nicht warum. Hey, Benzido! Ja, ich finde, ihr könntet euch mal hier um die Gefahr draußen kümmern, passiert aber irgendwie nichts. I feel pretty safe. Ja, there's monsters out there. Müsst ihr doch gesehen haben. Ja, alle auf Pillen. Ganz offensichtlich. Oder alle irre. Kenn ich dich nicht? Ja, lass die Monster ruhig kommen, wir brauchen mehr Partygäste. Hallo Kenny. Dich werden sie auch töten. Muah. Ja, ich habe die Realität vollkommen aus den Augen verloren. What's your fucking problem, man? I'm having one hell of a time. Pretty soon. Nein, ich will nichts trinken. Ja, reassuring. Alle sind irre. Können wir nochmal miteinander sprechen? Hallo? Ich weiß nicht,
um was es in dieser Unterhaltung geht, aber es gibt ja offensichtlich unaufgearbeitet, dass es mal ausgesprochen werden sollte. Ich muss hier eine Puppe zeigen, das ist es hier irgendwie regeln. Es geht ganz schön oft um Puppen hier irgendwie. Creepy. Puppe für dich. Hey Puppe, Puppe. Ja, schon mal los. Geh mal raus. Hey G. Look at view from balcony. Ja, Monster halt, ne? Fragen über Fragen. G. Now we're talking business. Waffe? Waffe! Und Cheese weg. Wie immer natürlich, wenn man Waffen bekommt. Warum erklärt uns das Spiel an dieser Stelle, wie man mit der Waffe schießt? Könnte es sein, dass wir vielleicht gleich schießen müssen? Man sieht dieses Spiel vielleicht schon mal anzutreiben. So ein Problem weniger. Steck mal weg. Offensichtlich yeah, I guess you have some problems with your head, man. Oh mein Gott, die Gäste sind Zombies! Da müssen wir uns wenigstens keine Sorgen über die Qualität der vergangenen Unterhaltung machen. Lass uns mal gehen. Creepy. Oh, ja, jetzt sieht's ja auch nicht mehr so hübsch aus. Other fire exit? Wait a second. Raus, rüber. Ja. Joa. Schauen wir mal da. Liegt ne. Der will aber auch ständig schlafen. Ach, fucking hell. Dann mach halt diese Lampe an, die Junge. Ich trau mich jetzt ja kaum noch in einen anderen Raum mitzugehen irgendwie. Jetzt jammer doch nicht dauernd. Fucking hell. Nee, jetzt noch nicht. Bedroom Key. Warum muss ich ständig auf die Karte gucken? Ach so. Okay. Wir haben für die verschlossene Tür in unserer Wohnung einen Schlüssel bekommen. Warum auch immer der hier ist. Ja, über den Spiegel komme ich zurück. Danke für den Hinweis. Was ist... Hallo? Oh crap, wieso ist das jetzt schon... Natürlich geht die Batterie auch irgendwann von dem scheiß Ding aus. Ah, Kinder. Ja, jetzt komm, portier dich erstmal zurück. Ich will aber eigentlich irgendwie erst in dieses... So. Will ich da rein? Hast du die... Ja gut, also für den Fall der Fälle ist halt genug zum Schießen drin. Wasser. Hunger hat er auch schon nicht. Da oben sind mit sauren Gurken. Wir will nicht zum Schlafen. Handgun Ammo, das wird immer besser. Nix drin. Noch mehr Pillen. Instructions, ne? Immerhin schon war es nicht wie die grüne Pille.
Ja, Read Instructions. Klüger, wacher, irgendwie sowas in dem Dreh, ja, okay. Ja, okay. Alle anderen, alles nicht rot sind? Ah, okay. Warum sollte es mir... Ah, man kann also wahrscheinlich nicht gut schlafen, wenn man Hunger hat. Ganz spannend eigentlich. In the bathroom. Und ich habe einen seltsamen kryptischen Hinweis, dass ich nach 205 soll. Mhm. Und wie so oft unterschreibt niemand. So, also da könnte ich auch mal hingehen. Das ist ja eigentlich nebenan. Aber die Frage ist, ob ich da reinkomme. Naja, eins am anderen. Bathroom Door. Diary Page. Tabletten. Hallo? Ja, offensichtlich. Ja, anyway. Ja, 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 immer hat er Hunger. Jetzt geht er erstmal hier raus. Oh, auf jeden Fall die Türen. Ah ja, genau, das war die Tür, aber war da nicht noch eine? Pff, gehört mir nicht, mach ich nicht auf. Boah, ja, wenn du meinst, wie auch immer. Ach shit, wir müssen ja noch was essen. Was essen wir denn jetzt? Green Pill, Rotting Meat, wahrscheinlich nicht. Hefe, Battery, auch nichts zum Essen. Squid Stick, Tin of Pickles, Beef Jerky, Beef Jerky. Die am wenigsten ekligen Sachen zuerst. Ja. Naja, willst du schlafen? Schlaf eine Runde. Und weiter geht's, der nächste Raum erwartet uns. Seid ihr genauso gespannt wie ich? Schreien wird wahrscheinlich aber nur ich. So. Hallo? Ach, fucking hell. Was ist das schon wieder mit Fleisch vorbei? Kann ich hier auf die Karte gucken? Nee, kann ich natürlich nicht. Ah, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Das ist natürlich abgeschlossen, okay. Das ist wirklich nichts so. Ich muss wahrscheinlich wieder hier dieses Kackfleisch hin. Wo war das jetzt? Dass sie jetzt auch immer so eine weite Distanz alles immer riechen müssen. Und mit der Taschenlampe muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber hier in der Schildschrank rein. Und hopp, 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 hopp. Krieg! Ich bin jetzt fucking hell. Ach, das Vieh ist ein Weg, ist natürlich nicht so genau. Immer bereit, alles abzuschießen, was über den Weg läuft. Ja, ich will, dass es hier schnell ist. Ach, nicht wieder so ein Ding, oder? Ach, oder war das das alte? Das war das alte. Hm. Also ich muss es abschießen. Ich glaube, ich muss es abschießen. No other solution than what? And why? More to the point. Natürlich auch kein Gas in dieser Küche. Schere! Nasty looking scissors, man. Ist das eine Waffe oder was? Hallo? Ja, okay, nee, ist schon in Ordnung. Nee, ist nicht. Mach mal aus. Ja, aber das... Ah.
Diese Geräusche sind fürchterlich. Nix geht hier. Mein Gott, der hat aber auch... Kann man das aufmachen? Oh, ich brauche sogar einen Can-Opener in dem Spiel. Das ist aber auch sehr realistisch. Kann ich das essen? Squid Stick! Okay, eklig, aber... Hallo? Auch nicht schwer, so ein Ding. Ja, mein Gott, Junge, sauber machen will sich auch noch. Ich weiß aber nicht... Ich gebe zu... Das war nicht das Abenteuerlichste von allem, aber... Wir schlafen erstmal eine Runde und... Dann geht's durch das Loch in der Wand. Und schaltet sich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Der Lone Survivor wartet durch dunkle Apartmentgebäude, gefüllt mit schrecklichen, seltsamen Mumienmonstern. Bis bald!